Trader. Mit uns hast du gute Karten. Trader, Deutschlands Fachversand für Magic und Yu-Gi-Oh! Hier mit den Intro-Pack-Zock zu Düstermond. Dennis gegen den Micha. Ich habe mir ausgesucht, gefährliches Wissen, das rot-blaue Deck. Und Dennis spielt... Ich habe das schwarz-weiße Deck, die unerwarteten Allianzen. Okay, okay, okay. Machen wir Schick-Schack-Schuck, wer anfängt? Komm, 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 ach, komm, 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 ja, 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 Psycho-Duell, komm, ja, ja. Hier, uich, uich, uich. Nein! Okay. Habe ich das Psycho-Duell gewonnen, ja, das fange ich an. Gut, okay. Hebe ich einmal ab. Das war zweimal. Ja, tragisch, du darfst auch. Nein, will nicht. Will nicht, ja, dann nicht. 5, 6, 7. Schwarz-Weiß. Ich habe schon eine coole, einen coolen Kartennamen entdeckt hier. So, du musst sagen, ob du hältst. Ja, ich würde sagen, ich halte das, aber einfach nur, weil es Flair hat. Also, weil gut geht so, aber es hat Flair. Ja, ich halte das. Ja, ich halte auch, weil ich kenne das Deck noch nicht, okay. Ja, dann zeige ich diese Karte von meiner Starthand offen vor. Falls ich das tue, wird mein Lebenspunktstand zu Beginn des ersten Versorgungssegments zu 26. Okay. Sag mal. Die göttliche Fürsorge. Du kannst diese Karte von deiner Starthand offen vor zeigen. Okay, ja, okay, okay. Genau, okay. Das ist ja der Witz jetzt dabei. Achso, ja, okay, alles klar. Gut. Gut. Zu Beginn des ersten Versorgungssegments, alles klar. Ja, dann gehe ich mal auf 26. Ja, das kommt ja gleich erst, ne? Jetzt komme ich erst dran und dann kommt dein erstes Versorgungssegment. Nee. Untap, upkeep, draw. Egal. Oder fangen wir mit. Nein. Also ich gehe da doch jetzt auch. Ja gut, durch, ja, okay, oder? Ja gut, kann auch, weiß ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich mich nochmal schauen. Ja stimmt, du hast Anfang. Genau, ich darf anfangen. Ja, du hast bestimmt einfach Versorgungssegment zu Anfang der Runde und suchst es genau, dann einfach. Ja, natürlich, nicht genau, richtig. Genau. Dann bist du. Okay. Okay. Ja, ich fange langsam an. Hier kommt eine Insel und go. Okay, dann spätestens jetzt 26. Genau. Hier noch so ein Swamp. Dann bist du dran. Mhm. Ja, so ein komisches Getier auf der Hand. Ja, bei mir braucht auch. So, Rot-Blau spielt da. Und ich mach mal eine Inventur. Ziehe eine Karte und ziehe dann Karten in Höhe der Anzahl an Karten namens Inventur in deinem Friedhof. Im Friedhof ist noch keiner, also ziehe ich erstmal für die Inventur eine Karte nach. Wird dann später gut. Ich schätze mal, die Karte ist öfter als einmal im Deck. Hoffst du, ja? Ja, ich hoffe. Was ist das denn? Okay, jetzt. Puh, wir werden aber knapp hier. Ja, ich spiele mal die Skirstak-Supplikantin. 3 Mana, 2, 3, ein schwarzes Zahlen, tappen, eine Karte abwerfen, jeder Spieler verliert 2 Lebenspunkte. Okay. Mal gucken, da bist du. Okay. Gut. Zack. Hier kommt eine Insel. Ja. So, und dann spreche ich. Teile des Puzzles. Decke die obersten 5 Karten deiner Bibliothek auf. 1, 2, 3, 4, 5. Guck mal, das ist die nächste Inventur. Nimm davon bis zu 2 Spontan- und oder Hexereikarten auf der Hand und leg den Rest auf deinen Friedhof. Hier haben wir eine Hexerei bis zu 2. Bringe für jede Spontan-Hexerei in deinem Friedhof einen 2-2 Zombie-Kreaturen-Spielstein. Der kostet aber sehr viel Mana. Bringe bis zu einer Spontan-Zauberkarte deiner Wahl und bis zu einer Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück und wirf dann eine Karte ab. Aha, und dann kommt der ins Exil. Okay, also. Ja, ziehe ich damit ja immer schon 2 Karten jetzt. Sehr gut, dann nehme ich mal was vom Verstande überblieb, nehme ich auch. Und die Fluten steigen in den Friedhof und die Länder gehen in den Friedhof. Und Teile des Puzzles gehen auch in den Friedhof. Also wir machen ein bisschen was in unserem Friedhof hier. 2 Karten gehen auf meine Hand und ich bin fertig. Du bist dran. Das ist aber schon krass. Also ich finde so für... Ja, das ist ein guter Kampf. Ja, blau ist ja immer fummelig, ne? Dann greif ich mal. Ja, macht mir 2. Geh ich zack auf 18. Dann noch so ein Swamp. Kann ich den jetzt spielen? Das oder das? Was will ich denn lieber auf dem Spielfeld haben?
Das ist, glaube ich, ganz gut. Für 4. Heimgesuchte Tote. 2-2. Wenn es ins Spiel kommt, ein 1-1 weißen Ghosts, Flying Ghost, ins Spiel. Ja. Und ich kann ein schwarzes 1 zahlen, 2 Karten abwerfen und die heimgesuchte Tote aus meinem Friedhof getappt ins Spiel zurückbringen. Oh, okay. Da bist du dran. Das ist gut. Vor allen Dingen, weil bei mir hier aktuell noch nichts kommt. Da kommt mein 4. Mana. So, dann kann ich doch mit 4 Mana zum ersten Mal eine Kreatur legen. Und zwar einen Feuerbrandhund. 2-3, trampeln. Immer wenn ich einen Spontan- oder Zauber- oder Hexerei wirke, kommt eine +1/+1 Marke auf den Hund. Der könnte also sehr schnell wachsen. Und du bist da. Oh ja. Mal gucken, was ich da mache. Ja. Hier, ich habe nochmal so ein Spawn. Dann. Möchte ich angreifen? Ja, du kannst, glaube ich, gerade nichts sehen tun. Ich greife mal mit dem 1-1 Geist an. Ja, der verletzt mich. Macht mir einen. Zack. Dann bist du dran. Mhm. So, jetzt kommen noch langsam mal ein bisschen auch Kreaturen hier auf die Hand. Ja, jetzt kommt eine Insel. So. Jetzt kommt eine blutrünstige Magier. Das sind halt 6 Karten habe ich auf der Hand. Ja, dann bist du dran. Ich bin dran. Du bist dran, sagt er. Zieh die Karte. Greif ich wieder an. Ja. Eins. Dann sagen wir 1, 2, 3 Mana, ein Geisterblitz. Spontanzauber. 2 Schadenspunkte. 2 Schadenspunkte. Er bekommt Bravour. Und er kriegt hier eine +1/+1 Mana. Ja. Dann bist du dran. Ja. Okay. Zack, zack, zack. Zack. Ein Gebirge dabei. Also mein Deck ist auf jeden Fall sehr tricky. Ist nicht so einfach zu spielen, merke ich. So, wir machen erstmal eine Inventur. Ja, ziehe eine Karte und ziehe dann Karten in Höhe der Anzahl an Karten namens Inventur in deinem Friedhof. Ach, guck mal. Ja, dann ist sie ja noch nicht im Friedhof, ne? Dann ziehe ich jetzt 2 Karten, richtig? Mhm. Ja, genau. Ne? Zack, einmal Inventur ist ja im Friedhof, ziehe ich jetzt 2. 1, 2. So. Und dann möchte ich, er kriegt eine Marke, weil ich einen Spontanzauber gesprochen habe. Er bekommt Bravour 1. Ja. Ja. Und dann möchte ich mit dem Geisterblitz, möchte ich für 3 Mana, schicke den Geisterblitz aus deinem Friedhof ins Exil, kopiere einen Spontanzauber oder eine Hexerei deiner Wahl, den du kopierst, ne? Du kannst neue Ziele bestimmen. Da möchte ich nochmal die Inventur kopieren, die aber jetzt schon im Friedhof ist. Das hättest du halt gerade machen müssen, oder? Aber gut, nicht? Also ja. Guck mal. Schicke den Geister aus dem Friedhof. Der wird ja gerade abgewickelt, der Spruch. Kannst du eine Ziele für Gebirge? Ja, du musst den halt kopieren. Also, du spielst den Spontanzauber, ja, und sagst dann, ich möchte den kopieren. Also, du lässt, genau, eigentlich die Inventur nicht erst resolven. Die wird nicht resolved? Nee, aber mach. Ja, also, ja, ist wichtig, ist sie dann schon im Friedhof oder noch nicht? Weil sie ja so doppelt zählt. Also ich würde jetzt sonst, wenn die schon in den Friedhof geht und ich dann den Effekt auslöse, dann spreche ich einmal die Inventur und habe sie zweimal im Friedhof. Ist sie also 3 Karten? Du wirst sie sprechen, dann wirst du als Antwort darauf den Geisterblitz exilen, damit du kopieren kannst. Ah, okay. Und gut. Dann liegt die Kopie über dem Original, die Kopie resolved, das Original resolved. Okay, gut, dann so rum. Sprich, ich zahle erstmal 3 Mana für den Geisterblitz. Ich muss jetzt nur hier so einen Token darauf legen. So, jetzt Inventur ist 2-mal da. Das war jetzt, der Geisterblitz ist ja... Das war die Kopie dann quasi. Die Kopie der Inventur triggert nochmal, ne? So, dann kommt also hier wieder eine Marke drauf und er hat nochmal Bravour.
Nein, das stimmt nicht, weil du die nur kopierst und du nicht wirkst. Bei Bravour, immer wenn du einen Nicht-Kreaturenzauber wirkst, ist das dasselbe. Kopiere einen Spontanzauber oder einen Hexerreiter in der Wahl. Kopieren ist nicht wirken. Okay, alles klar. Alles klar, dann nicht. Aber ich darf zwei Karten ziehen wegen zweimal Inventur. Ja. Habe ich gesagt, es ist ein bisschen trickiger. Wir sehen, es ist fummeliger. So, wieder zwei Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten auf der Hand. Das ist viel. Ja, dann werfe ich mal eine Insel ab. Und den links habe ich weggeschossen, der ist jetzt. Warum wirfst du eine Insel ab? Achso, stimmt. Wenn du Häuser willst, das wäre das Ende. Kommt gleich erst. So, du hast Mana offen, du hast ganz viel locker, er wäre. Ich bin fertig, so jetzt kommt der Endrufter. So, zack, da kommt es weg. Gut. Also es ist wirklich fummelig. Also blau-rot ist, ich muss erstmal lesen hier und dann atmen. Okay. Wie machen wir es? Ich mache den hier. Kaplan von Heidenau. 3-1 Lebensverknüpfung und für 3 Mana kann ich ihn aus dem Friedhof exilen und dann bekomme ich 2-1-1 Geister. Da bist du. Der Geisterblitz ist übrigens entfernt. Der ist exiled, ja. Genau, der ist exiled, der ist aber schon ganz weg. So, der Kaplan. So, für 3 Mana schickst du ihn aus dem Friedhof ins Exil und bringst dann Geister. Okay. Alles klar. Ja, aber gut. Auch. Und bist fertig, sagst du? Ja. Okay. Gut. Ja, irgendwie traut sich mein Deck noch nicht so richtig, glaube ich. 6 Mana, die ganze Hand. Ja, 6 Mana, die ganze Hand voll Karten. Ja. Schon Land weggeschmissen, mein Deck traut sich nicht. So. Du stirbst den Deck tot. Aha. Okay, okay. Ja, das können wir ja schon mal machen. So, wir machen mal für 3 Mana. Ja, mein Viech wird ja immer größer hier. Ich spreche mal Unheilstiften. Hexerei. Unheilstiften fügt einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Er kriegt den Schadenspunkt. Ja. Bringe einen 1-1 roten Teufel Kreaturenspielstein ins Spiel. Wenn diese Kreatur stirbt, fügt sie einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Das ist eine Hexerei. Dann bekommt mein Feuerbrandhund eine Marke, weil der Spruch gewirkt ist und Bravour triggert. Ne? Ja. Dann ist der hier im Friedhof. So, wir haben ein Teufelchen. So, Land habe ich schon gespielt. So. Okay, okay, okay. Ja, gut. Dann spreche ich 1, 2, 3 Mana. Was vom Verstande übrig blieb? Das ist die Karte, wo ich sagte, ja, die hat so einen lustigen Namen. Was vom Verstande übrig blieb? Bringe bis zu einer Spontanzauberkarte deiner Wahl oder bis zu einer Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück und wirf dann eine Karte ab. So, ich bringe die Inventur zurück auf meine Hand. Ja? Ja. Und werf eine Karte ab. Das soll ein Gebirge sein. Da steht Spontanzauber und Hexereikarte. Jeweils bis zu einer. Jeweils bis zu einer? Bringe bis zu einer Spontanzauberkarte deiner Wahl und bis zu einer Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Ah, Inventur ist eine Hexerei. Also müsste ich jetzt dann, könnte ich nur noch einen Spontanzauber nehmen. Ich habe hier nur Hexereien drin liegen. Dann ist er so. Ja, dann hole ich mir also erstmal nur diese eine Hexerei. Wirf dann eine Karte von deiner Hand ab. Ja, habe ich gemacht, das Gebirge. Schicke das Ding ins Exil. Das Ding kommt ins Exil. So, jetzt haben wir aber wieder eine Marke für den Feuerbrandhund. Der ist jetzt mittlerweile schon 4-7. 6-7. Und die Magierin ist auch 2-mal getriggert. Den Teufel haben wir auch mittlerweile. Da sind wir eigentlich schon ganz happy. Inventur können wir jetzt gerade nicht mehr sprechen. Aber wir fummeln uns hier so durch. Ne? So, wir sind immer noch ein bisschen vorsichtig.
und geben mal ab. Ach, man bringe mir bei Intelligenz zu spielen, dann mache ich das vielleicht auch mal irgendwann. So, eine Ebene. Mein Deck ist hier total mega tricky, fummelig hier, also mal gucken. Aber es kreiert hier so irgendwie, ne, um sich rum. Gefährliches Wissen. Dann schicke ich den hier mal ins Exil, dann bekomme ich zwei Geister. Ich habe hier noch den anderen. Ja, okay, okay. Dann bist du dran. Geister, Geister. Ich bin dran. Okay. Eins. Ja, dein Trampel, dieser Hund. Ja. So, wir ziehen mal eine Karte. So. Spielen ein Land. Ja, und sprechen mal die Inventur. Mach mal die Inventur, ne? Ne, wir machen es anders. Ich habe hier mega viele Extra-Reihen. Wir machen mal. Ich weiß nicht. Vier Mana. Machen wir so. Fünf Mana. Ah, ist eigentlich ganz egal, wie ich gerade sehe. So, Hexerei, Bücher wälzen. 5 Mana. Ziehe 3 Karten. Hm. 1, 2, 3. Enttappe bis zu 2 Länder. 1, 2. So, wirf dann eine Karte ab. Da werfen wir eine Insel ab. So, ist nächste Reihe. Das heißt, Feuerbrandhund kriegt wieder eine Marke. Er hat Bravour und geht in den Friedhof, ne? Zack. So. Fummel, fummel, fummel. Okay, so. Ich dachte, ich hätte noch Inventur ziehen oder so, aber nee. Ja, okay, dann kann ich die auch damit nerven. Ich habe was zum Nerven gezogen. Hey. Ja, ich fuhr die ganze Zeit. Endlich! Ja, Wahnsinn. So, Mana, zack. Jetzt kommt was richtig Tolles, Nerviges, nämlich ein Thermo-Alchemist. 0-3 Verteidiger für Tappen fügt er jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Immer wenn ich einen Spontan-Zauber oder einen Extra-Reihweg enttappe, den Thermo-Alchemisten. Also für jeden Fummler schießt er jetzt einmal ein. Ne? Also das ist wieder so dieses Spiel, wo nachher in den Comments wieder ausgerastet wird, weil wir einfach A, nur Bullshit gebaut haben oder ja. B, einfach falsche Rules gehabt haben oder. Ja, das kann natürlich passieren, aber ist doch, ich glaube, bisher ist eigentlich alles einigermaßen richtig. Weiß ich nicht. So, jetzt kommen wir erstmal wieder hier. Also ich war bisher eins, dumm. Zwei, ja, ist ja nicht mein Problem. Das ist ja schon mal so. Jetzt brauche ich erstmal Inventur. Ne? Inventur. Witzig. So, eine ist im Grave. Ich hätte eigentlich gehofft, ich hätte gleich noch eine ziehe. Also ziehe ich jetzt zwei Karten nach. Ja, ziehe eine Karte und eine Karte nur wieder an 12 Karten für Inventur in deinem Friedhof. Also. Eins. Eins und wir haben eine Marke. Zack. Na? So, den darf ich noch nicht. Den wird er nur enttappen, aber er ist ja noch Summoning Sick. So. Okay. Dann gebe ich ab. Dann verlieren wir Ende der Runde jeder 2 Leben. Das ging ja 24. Ja. Du bist auf? 15. Ja, stimmt, genau. Das 2 und ja, richtig, das passt. Bist du dran? Jo, jo, jo. Das ist natürlich auch schön. Das ist natürlich auch schön. Ja, dann mache ich das mal hier dann. Unheilige aus Gawain. Wenn eine andere Kreatur, die ich kontrolliere, stirbt, kriegt die eine +1/+1 Marke. Okay. Und dann greifen die beiden Turms an. Die beiden Flieger. Mhm. Na, gegen Flieger kann ich leider nichts machen. Dann bekomme ich tatsächlich 2 Punkte Schaden. Das nervt ja schon. Dann bist du dran. 13. Bin ich dran. Okay. Dann tappen die alle wieder zurück hier. So, zack, Karte. Land. So. Jetzt machen wir wieder mal eine Inventur. Zack. Ja. So, jetzt darf ich also schon 3 Karten ziehen.
1, 2, 3. Und in Reaktion auf das Inventurspiel tapp ich mal den Thermo. Ich mache das aber beim nächsten Mal richtig und mach erst den zuerst und genau, dann zurück. Nee, zieh dann die Karten. Du darfst die Karten dann nicht ziehen. Noch nicht. Also, okay, gut. Ja, dann mache ich es, sonst mache ich beim nächsten Mal. Du spielst die Inventur, damit aktivierst du 1, 2, 3 Trigger. Dann gehen diese 3 Trigger über die Inventur auf den Stack. Dann resolven die alle in der Reihenfolge, wie du Bock hast. Dann kannst du das. Gesundheit, dann kannst du das noch dazu auf den Stack legen, oben drüber, dann schießt du mit Schaden, dann resolved der Untap, dann resolved Bravour, dann resolved plus 1 plus 1 Counter, dann resolved Inventur und dann ziehst du Karten. Okay. Also hast du jetzt doch einen Punkt Schaden gekriegt. Du kannst das, um Gottes Willen, das ist völlig fair, so nur es ging mir darum, dass du es halt dann auch richtig von der Reihenfolge her machst. Ja. Also, weil du halt nicht Inventur spielst und erstmal 2 Karten ziehst, weil klar, kannst du natürlich machen, aber dann ist das hier alles für Nüsse, prinzipiell. Dann sind das vergessene Trigger. Okay. Geh ich mal auf 23. Na gut. So. So, jetzt habe ich auch mal ein paar Sachen gezogen, die ein bisschen helfen. Hey, als wenn er bisher noch nichts getan hätte. Ja, nämlich ein Blitzflechter. Reichweite 1,4. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, fügt der Blitzflechter einer Kreatur deiner Wahl oder deren Gegner kontrolliert einen Schadenspunkt zu. Ja. Also da kriege ich deine komischen Flieger mit weggeschossen. Okay. Darum geht es mir eigentlich. Mhm. Ja. So. Und das Deck ist mega fummelig, aber funktioniert aber schon. Ja, es ist echt kompliziert. So, wir machen mal einen galvanischen Beschuss. Schieße 2 Punkte Schaden auf einen von deinen Geistern. Ja, dann triggert der. Dann kriege ich hier eine plus 1 plus 1 Marke. Ja, und du kriegst noch eine plus 1 plus 1 Marke, denn die Reichweite tötet dann den auch noch. So, und es war ein Spruch, den kriege ich jetzt hier noch eine Marke drauf. Ne? Auch da wieder, ne? Selbes Prinzip. Ja, und er will auch noch mal schießen. Ja, ich mach's dann jetzt mal vorher. Ja, solltest du. Ja, sonst ja, okay. Das sind halt wirklich viele Sachen, die man hier beachten muss. Richtig, und das ist halt nachher auch der Grund, warum einer von uns beiden gewinnt oder verliert. Ja, okay. Gut. Dann kommt zum guten Schluss noch ein Thermoalchemist. Und du bist dran. Mhm, RIP! Ja, wir verlieren wieder jeder 2 Leben. Okay. Geh auf 20. 11. So, was haben wir denn da so schönes? Jede Menge Handkarten. Ja, das hat er noch lange nicht. Mega fummelig. Ach kaum. Fast gar nicht. Für 4 Mana. 2, 1, 1. Weiße Geister. Ja. Spektrale Reserve. Ja, okay. Gut, da sind sie wieder. Dann du. Dann ich. Gut. Okay, wie viel kriege ich hier denn noch hin? Platz auf der Platte. Also dieses Deck ist auf jeden Fall total fummelig. So. Karte ziehen. Zack. So. Land legen. Zack. So. Okay. So. Ja, so. Dann machen wir jetzt 2, 3 Mana. Wir machen wieder was vom Verstande übrig blieb. Ne? So, dann ist jetzt eine Hexerei, die jetzt kommt. Also will ich vorher will ich ihn tappen, ne? Richtig, ne? Damit ich den gleich enttappen kann. Oder da, in Reaktion darauf tappe ich die beiden jetzt, ne? So, dann kriegst du 2 Punkte Schaden. BF 18. So. So, jetzt kommt so Kreatur deiner Wahl und so, wenn Schaden, wenn du Schaden zufügst, machen wir ja gerade. Aber hier, er bekommt Bravour, das lassen wir jetzt mal relativ außer Acht, aber es kommt wieder eine Marke drauf, auf den Hund. Richtig, ne? Für den Spruch. Ja.
Okay, dann sagen wir, wir wählen was. Die dürfen nichts. Ich darf was wählen. Mhm. Ne? Dann nehmen wir einen Spontanzauber, nehmen wir den Beschuss raus. Und wir nehmen die Inventur raus. Als Hexerei. Ne? Ja. Er geht rein. Die beiden enttappen. So, die beiden kommen auf meine Hand. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Schaden habe ich noch nicht geschossen. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, fügt er einen Schadenpunkt zu. Dann wirkt er ja noch einen Punkt Schaden auf den. Einen. Eigentlich hast du das vergessen, ja. Ja. Weil du hast es jetzt halt auch wieder resolven lassen. Okay. Kriege ich meine Präsenz und das mal. Gut. So. Zack. So. Okay. Ja, sind halt sehr viele Effekte, ne? So, dann schieße ich nochmal wieder 2 Punkte Schaden auf dich. 16. Ja. So, und dann kommt für 1 kommt die Inventur. Ne? So, und die Inventur schießt dann wieder auf den einen Punkt Schaden. Die enttappen. Er bekommt eine Bravour, er bekommt eine Marke. So, der wird schon groß. 12, 13. Der wird schon groß. Ja. So. Okay. Okay. Ja. Dann. Wieder 2 Punkte Schaden auf dich. 14. Ja. Und dann kommt hier zack. Zack, zack. Hinunterziehen. Bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Den. So. 1 Punkt Schaden auf dich. Ist eine Kreatur. Eine Kreatur, okay. Kreatur. Sagen, dann jetzt ein bisschen too much dann ihm hier. Ja. Na? So, die beiden tappen zurück. Er bekommt noch eine Marke. Der geht in den Friedhof. Ich ziehe eine Karte dafür. Oh. Total egal. Ne? Ja, ganz egal. So. Ja, keine Ahnung, ich meine, ja. Du hast da irgendwie ein 13, 14 so. Tier oder so ein Quatsch. Und noch einen galvanischen Beschuss auf ihn nochmal hinterher schießen. Nichts. 2 Punkte. Ja. Ist er tot. So. Ja, und du. Er kriegt 1 Punkt Schaden. Ja. Die beiden schießen vorher auf dich nochmal, machen dir 2 und enttappen 12. Wieder. Er bekommt 12, eine Marke. 12. Er bekommt eine Marke. So. Geht in Graveyard. So. Das für alle, die mitgezählt haben, jetzt glaube ich dreimal Bravo hat der oder so. Dann hätte der jetzt auch 4, ne? Mal gucken, ob ich dich einfach dann wegkriege jetzt. Ne, weil dann greift. Der greift an. Ich glaube, das waren 3-mal, ne? 1, 2, 3 habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja, die 3 habe ich gemacht. Och, 4 oder 5. Ja. Und der kommt rüber. Gruscht. Und der Blitzfechter und der Teufel kommen auch rüber. So. Dann mich tot. Ja, haben wir ihn mit nie wieder weggefummelt. Ach Gott, was für ein Deck. Okay, also das ist definitiv das Fummeldeck. Gefährliches Wissen ist mir schon fast zu gefährlich. So viel Wissen habe ich gar nicht, aber anscheinend reicht es doch noch irgendwie Fummel. Alles klar. Gut, bis gleich.